Hallo und herzlich willkommen zu einem Giganten. Willkommen zu Episode 20 und da müssen wir natürlich einen raushauen und zwar Uffi und sein gefährlicher Einsatz. Und ohne den Top-Agenten, den großartigen Starkiller, würde ich dieses Game nicht machen. Ich bin euer Mr. Wendel 1970 und bin, glaube ich, auf YouTube immer auch der Einzige, der davon einen Playthrough hat. Weil die anderen sich nicht getraut haben bis jetzt. Das ist auch geil. Das haben ja andere Leute nachgemacht. Da guck doch mal den, der es durchgezockt hat, Mensch. Das ist doch nicht so schwierig. So, wie war das nochmal? Irgendwie hier gucken, ne? Und irgendwie, wir müssen irgendwas suchen, ne? Das war so. Genau, irgendwas suchen, dann irgendwo in eine Ecke bringen, war das. Also ein bisschen wie bei Turtles. Was war jetzt? Hallo? Ach, das war dann die Falle, glaube ich, was da so übelst pfeift. Ach ja, okay. Okay. Komisch, okay, du hast es gespielt und ich weiß, wie das geht. Ja, du bist. Verkehrte Welt. Du bist einfach derjenige, der keine 19 Quelle-Titel. Wir haben das bis jetzt an einem Tag gemacht. Wir sind bescheuert, ich weiß. Ja, gut. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich im Urlaub was Besseres eigentlich vorhätte. Aber nein, ich lasse mich davon überzeugen, hier diesen ganzen Quatsch mitzumachen. Aber ich habe im Pinkcap geschrieben, warum ich eigentlich Urlaub genommen habe. Oder was ich im Urlaub mache. Soll ich mal die Alternativnamen bringen? Ja, kannst du machen. Dann fangen wir einfach mal wieder oben an. Aliens Return. Ja, passt, ne? Mhm. Colon. Sag ich nur, hä? Hä? Soll ich auch, ja, hab ich auch gesagt. Hä? Jetzt kommen natürlich wieder die geilsten Namen überhaupt. E.T. Go Home. Wobei es eigentlich heißt E.T. Phone Home. Und E.T. will nach Hause. Da soll es eigentlich heißen, Bobby will nach Hause. Nee, vielleicht will ja E.T. zuerst. Ja. Was haben wir denn noch? Go, go home! Go, go home! Go, go home! Und das ist auch der Originaltitel davon übrigens. Ach, Uffi ist nur, Uffi ist wieder mal nur so billige Parodie davon. Wir wissen ja, Satire darf das. Aber ich kann noch zwei beisteuern. Go, go home, Monster! Ich suche da ein Monster im Spiel, ich finde keins. Und natürlich auch absolut passend das Raumschiff. Nicht das Traumschiff, das Raumschiff. Das hoffe ich. Ja, genau. Und das passt ja auch, weil du musst ja im Grunde ja ein Raumschiff zusammenbasteln, wenn ich mich noch richtig erinnere. Genau. Wenn die Teile nicht zusammenpassen, habe ich das falsche Teil, ne? Irgendwie. Das macht durchaus Sinn, wenn die Teile nicht zusammenpassen, dass du das falsche Teil dabei hast. Ja gut, dann wie schon, ja, dann wird es passend gemacht. Wir kennen das doch. Und nicht passend, wird passend gemacht. So, ja. Meine Nachbarn denken schon wieder, der Typ hier spinnt. Da muss ich denen sagen, ja, die haben recht. So, kann ich jetzt mit dem Pinemix dann machen? Jetzt kann ich wieder was machen. Also hast trotzdem nur ein Teil. Oh, jetzt bist du schon wieder bei der Pfeife drin. Ja. Vor allem, es ist lustig, das ist genauso. Das hat gepasst. Das ist das falsche Teil. Wieso denn? Das passt doch, oder? Ja, das ist das falsche Teil, da kommt noch was dazwischen. So. Natürlich. Das Raumschiff ist doch viel größer und komplizierter, als du glaubst. Ich glaube gar nichts mehr. Wir waren auch relativ schnell durch, ne? Boah, das weiß ich nicht mehr. Zu der Zeit war ich noch nicht unter Koks. Da bist du doch jetzt auch nicht. Oh, was glaubst du, wie ich diese 100.000 Spiele jetzt durchstehe mit dir? Das ist auch falsch. Das ist alles falsch. Nach dieser Aussage müsste spätestens morgen bei mir an der Tür klingeln. Das weiß ich nicht. Das ist klar. Achso, ich kann. Ach, das sind wahrscheinlich gar keine. Das sind wahrscheinlich gar keine Bauteile, sondern das sind diese komischen Pillen, ne? Was ist das in der Mitte jetzt? Ja, ja. Das sind, glaube ich, das müssen die Pillen sein, damit du die aufhalten kannst. Mal eins einsammeln.
Und in dem alten Atari-Charme flackert alles bis zum geht nicht mehr. Ja, findest du auch, ne? Ist geil. Hm. Weil ich sehe immer so drei abwechselnd. Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen das falsche Teil. Na, ja, wissen wir, was das Richtige ist. Ja, nur suche mal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ihr verarschen mich. Ich glaube, du musst das eine Bauteil wieder dahin tun, wo du es hergeholt hast. Ja, kann ich ja nicht. Doch, du weißt doch, wo du es hergeholt hast. Ja, du kannst ja nicht zurücklegen. Ach so. Ich denke, du weißt das hier alles. Wer hat denn das die ganze Zeit gespielt? Ich gebe dir einen Tipp, ich war es nicht. Ich bin ja nicht so wahnsinnig. Schreib das jetzt mal in die Kommentare, dass ich hier ganz böse vorgeführt werde. Und das ist ja, das geht ja gar nicht hier. Schreib in die Kommentare, dass das auch verdient ist. Ist mir egal, aber schreib trotzdem, ich werde hier vorgeführt. Ich finde, das ist ein Skandal. Ich sehe mich hier als ein Quelle Mobbing-Opfer. Ich möchte euch nur hier einen kleinen, wunderschönen Ton kredenzen. Etwas Schönes, dass wir alles zusammen irgendwie was machen. So, das ist falsch. Genau, wir wollen gemeinsam zum Tinnitus kommen. So, das ist falsch. Das ist... Irgendwie habe ich so... Warte mal, vielleicht... waren wir im falschen Level. Vielleicht war das einfach zu hoch. Vielleicht ist es für uns zu schwierig. So, da ist nichts drin. Ist denn da jetzt was drin? Nein, doch. Nein, doch, ja. Nein, doch. Oh. So. Das ist das falsche Bauteil. Falsch. Also merke, da ist falsch. Hm, da ist so. Noch falsch. Dann muss irgendwo auch was Richtiges sein. Davon gehe ich mal schwer aus. So, da ist nichts drin. Das stimmt mir zu, ja? Was könnte sein? Da ist nichts drin. Ja, da ist auch nichts drin. Das ist aber ein kleines Raumschiff, ja? Das müsste aus 5 oder 6 Teilen bestehen. So, da ist auch nichts drin. Doch, jetzt ist auf einmal was drin. Hä? Hm? Hä? Du hast schließlich deine Farbe gewechselt. Das ist das richtige Teil. So, das nimmt er aber auch nicht auf. Ja, du hast es doch abgegeben. Wo hab ich es denn abgegeben? Siehst du, steht es da noch? Ja, schau mal unten neben der 4. Das ist doch das Bauteil. Okay, okay, okay. Dein Wort in, ne? Jehova, Jehova. Genau. So. Da tut sich auch wieder nichts. Da könnte was sein. Ah, hau ab, ey. Lass mich doch mal alle in Frieden. Das ist ja hier... Lass mich doch alle in den Fritten. Da ist auch nichts drin. Da ist nichts drin, aber guck mal weiter südlich. War ich hier schon? Tut sich auch nichts, ne? Hm. Sag mal, du hast da 5 Teile? Ich vermute mal, dass es 5 Teile sind. So, da ist was passiert. Wo ist er denn? Ach, da. Da oben. Ja, das ist das falsche Teil. Jetzt schau mal, ob du das Teil da wieder ablegen kannst, wo du her hast. Geht. Siehst du? Hör doch mal auf mich. Ja. Wir mal spontan nach oben links. Ist das richtig? Das ist das richtige Teil. Dann sind vielleicht auch nur 4 Teile, die das Raumschiff braucht. Ja, das ist ja noch ein kleines Raumschiff. Mhm. Ja, das ist halt nur die Kompaktklasse. So, jetzt ist irgendwas passiert. Ja, irgendwo müssen wir... Da oben rechts haben wir wieder einen. Lass mich mal alle in Ruhe. Ich will das mal alles selber lösen. Dann werde ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Nee, ich meine ja die Geister hier. Ich meine dich ja nicht. Weil die, da wieder rein. Da rein. So, das heißt, wir halten jetzt es komplett. Jetzt müsste es rein theoretisch komplett sein. Ja! Siehst du? Schön! Hab's gelöst. Wenn du mich nicht hättest, hättest du das Spiel jetzt nicht gelöst. Schreib dir in die Kommentare, dass der Starkiller der Held ist. Der ist sowieso der Held, dass er diesen Scheiß überhaupt mitmacht, aber... Das kommt ja schwer hinzu.
Aber jetzt gut. Jetzt habe ich wieder begriffen, wie das System funktioniert. Mhm. Schreibt das in die Kommentare, dass das Tackler ein Held ist, weil er das löst, ohne es selbst zu spielen. Ja gut. Wirklich cool bist du nur, wenn es zockst. Da bin ich höchstens lebensmüde. Da ist nichts drin. So, geh mal weg, du flackerndes Etwas. Da ist nichts. Da könnte was sein. Ja, diese Mischung aus Ovo Maltine und Space Invader. So. Komm mal her, du Blödmann. Ja, man merkt wieder die KI, wie intelligent sie ist. Mhm. Hallo. Alter, bist du doof oder was? Der macht das jetzt die ganze Zeit oder wie? Ja, lass ihn doch. Ja, hoffentlich ist da kein Bauteil drin, weil dann ist nämlich hinfällig. Naja, du hast jetzt gerade, wollte sagen, ein Bauteil gefunden, aber nein. Weißt du was, ich werde das aber jetzt nicht nochmal machen. Nee. Ich glaube, das reicht auch. Mhm. Haben wir es einmal durchgespielt, das war Ofi und sein gefährlicher Einsatz. Und ihr seht, so einfach geht das. Einfach mal die Profis fragen, einfach mal die Leute machen lassen, die sich auch mit sowas auskennen. Genau, weil einfach ist. Ja? Mhm. Du bist doch sonst gelbe Seiten oder gelben Ofi. Genau, www.gelbeseiten.de. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Folge 21. Und wir spielen kein Blackjack. Genau, und ein bisschen Geldfieber haben wir auch. Quarantäne. Gleich Quelle. Mhm. Hashtag. Da möchte ich noch einen draufsetzen. Meine Quelle. Schreibt das jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns in Folge 21. Bis dann. Tschüss. Auf Wieder. Tschüss.